Das Herz rast oder stottert, die Brust schmerzt. Alarmierende Signale, die vor einem drohenden Herzinfarkt warnen können. Mitunter haben diese Symptome jedoch keine körperliche, sondern eine seelische Ursache. Es könnte sich um eine übersteigerte Angst vor Herzinfarkt und Herzerkrankung handeln, eine Kardiophobie. Was hat es mit der Kardiophobie auf sich und was hilft? Carsten Noack, Reisebegleiter für Heldinnen und Helden. Als Therapeut helfe ich Menschen mit Ängsten und Angststörungen. Als Kardiophobie wird die Angst vor Herzerkrankungen wie einem Herzinfarkt bezeichnet. Schon etwas Anstrengung kann die Angst steigern, wenn entsprechende Hinweise vermutet werden. Betroffene sind dann davon überzeugt, dass sie an einer Herzerkrankung leiden und ängstigen sich über körperliche Beschwerden, für die jedoch keine körperlichen Ursachen gefunden werden können. Tatsächlich leiden viele Menschen unter einer Kardiophobie und sind dadurch in ihrem alltäglichen Leben sehr eingeschränkt. Sicherheitshalber, dieser Beitrag ersetzt weder eine Psychotherapie bzw. persönliche Beratung und schon gar nicht die Untersuchung oder Diagnose durch einen approbierten Mediziner. Die Informationen können und dürfen nicht zur Erstellung eigenständiger Diagnosen oder einer Eigenmedikation verwendet werden. Betroffene von Kardiophobie meinen, an einer schweren Herzerkrankung zu leiden oder haben Angst davor, einen Herzinfarkt zu erleiden. Sie registrieren tatsächlich die dafür typischen Symptome wie Herzrasen, Schmerzen im Brustkorb, Schwindel und Atemnot. Die Symptome haben jedoch keine körperlichen Ursachen, sondern basieren auf Angstreaktionen. Als Kardiophobie, Herzangst, Herzphobie oder eine Herzneurose wird eine übersteigerte Angst vor einer bedrohlichen Herzkrankheit oder einem anstehenden Herzinfarkt bezeichnet. Und zwar obwohl eine von einem Mediziner bestätigte gute Gesundheit vorhanden ist. Die Gedanken kreisen sich ständig um dieses eine Thema. Alle Aufmerksamkeit widmet sich auf das Herz. Jede noch so vermeintliche Auffälligkeit führt zu den schlimmsten Befürchtungen. Betroffene kontrollieren häufig ihren Puls. Der eigene körperliche Zustand wird ängstlich beobachtet. Ständig tauchen zweifelnde Gedanken auf, ob der Herzrhythmus zu schnell oder zu langsam ist, zu unregelmäßig oder zu regelmäßig. Jedes Empfinden wird sofort ängstlich analysiert. Menschen mit Kardiophobie sind häufig in medizinischen Einrichtungen. Betroffene fühlen sich körperlich schwer krank, nicht dagegen psychisch krank. Immer wieder werden Spezialisten aufgesucht, wie Internisten, Kardiologen, Neurologen. Meist geht es Betroffenen bei der Untersuchung dann schon wieder besser als kurz davor. Medizinern, die keine bestätigenden Hinweise finden, wird misstraut. Selbst die besten Untersuchungsbefunde beruhigen, wenn überhaupt, nur für einen Moment. Viele Betroffene fühlen sich unverstanden und mit ihrer Angst alleingelassen. Sie suchen die Lösung an der falschen Stelle. Wie macht sich die Angst vor Herzerkrankungen bemerkbar? Betroffene leiden unter ständiger Angst vor Herzerkrankungen oder Herzinfarkten. Sie steigern sich so sehr hinein, dass es zu Angstreaktionen bis hin zu Panikattacken kommen kann. Die Vorstellungskraft ist immens. Betroffene, die der Ansicht sind, an einer schwerwiegenden Herzerkrankung zu leiden, weisen deshalb tatsächlich entsprechende Symptome auf, wie beispielsweise Herzrasen, Schwindel, Schmerzen im Brustkorb und Atemnot. Sie bilden sich die Symptome nicht wirklich ein, sondern sie spüren sie tatsächlich. Solche Beschwerden stammen bei einer Kardiophobie jedoch nicht von einer Herzerkrankung, sondern haben psychische Ursachen. Die körperlichen Beschwerden treten meist anfallsartig auf, häufiger nachts.
Viele Betroffene macht das anhaltende Todesangst. Depressionen können die Folge sein. Wie kommt es zu einer Kardiophobie, der übersteigerten Angst vor Herzkrankheiten? Gleich einige Faktoren können eine Kardiophobie fördern. Außerdem beeinflussen sich Körper und Geist gegenseitig. Angst kann körperliche Reaktionen auslösen. Die Angst vor Herzinfarkten kann dadurch begünstigt werden, dass Personen, die beispielsweise unter Herzrasen oder ähnlichem leiden, sich in ihrer Angst vor Herzinfarkten durch derartige Symptome bestätigt fühlen, wodurch es zu einem Angstkreislauf kommt, eine Panikattacke, die weitere Symptome auslöst, führt oft zu zunehmender Angst. Ängste haben häufig ihre Wurzeln in der Kindheit. Dominante Eltern oder Vernachlässigung können dazu beitragen, dass die Kinder keine Bewältigungsstrategien erlernen. Stattdessen kann es zu einer Art Abwehrmechanismus kommen, bei der Kinder tiefgreifende Ängste entwickeln, anstatt sich mit realen Problemen auseinanderzusetzen. Das kann zu einer Kardiophobie beitragen. Bei Todesfällen im Umfeld kommt es häufig dazu, dass sich Menschen plötzlich mit der eigenen Sterblichkeit und Risiken beschäftigen und als Folge eine Angst vor Herzproblemen entwickeln. Falls jemand aus dem Umfeld an Herzproblemen leidet, ist es möglich, dass sehr sensible Menschen das Verhalten von Betroffenen übernehmen und deshalb eine Kardiophobie entwickeln. Menschen, die bereits einen Herzinfarkt erlitten haben, sind besonders anfällig für eine Kardiophobie. Nach einem derartig einschneidenden, lebensbedrohlichen Erlebnis ist das Bewusstsein, dass derartiges plötzlich eintreten kann, ebenso wie die Angst vor einem weiteren Herzinfarkt sehr nachvollziehbar. Ein hoher Puls kann die Angst vor Herzinfarkten verstärken. Dazu kommt es beim Sport und ist dort ja auch in einem gewissen Rahmen gewünscht. Einige Menschen fürchten sich durch anstrengende Sportarten mit einer hohen Herzfrequenz einen Herzinfarkt auszulösen. Die Symptome werden missdeutet. Plötzliche Herzinfarkte können zwar während des Trainings auftreten, wenn unsportliche, untrainierte Menschen übertrieben ihr Training beginnen und dem Körper Höchstleistung abverlangen, wird das Training langsam gesteigert, gewöhnt sich der Körper daran. Grundsätzlich gelten regelmäßige sportliche Aktivitäten als wichtige Präventionsmaßnahmen für das Herz. Bei Menschen, die auf angemessene Weise Sport treiben, erhöht sich während des Trainings die Blutfrequenz und die Blutgefäße weiten und stabilisieren sich langfristig. Dadurch reduziert sich die Wahrscheinlichkeit, dass Gefäße verstopfen. Außerdem wird das Vertrauen in körperliche Funktionen und Empfindungen gefördert. Typisch für Menschen, die an einer Kardiophobie leiden, sind Einschränkungen deren Alltag. Wegen der ständigen Angst vor einem Herzinfarkt oder anderen Herzerkrankungen ziehen sich Betroffene oft vollständig aus ihrem sozialen Umfeld zurück und isolieren sich. Aktivitäten werden aufgegeben und Betroffene bewegen sich deutlich zu wenig, treiben keinen Sport, weil sie befürchten, der erhöhte Puls und die körperliche Belastung würde ihr Herz möglicherweise überbeanspruchen. Das ist auch deshalb problematisch, weil gerade unzureichende körperliche Fitness das Risiko für Herzinfarkte steigert. Der Kreislauf der Angst vor der Angst hält den gesamten Organismus im Alarmzustand und schaukelt sich höher und höher. Werden Orte, an denen schon einmal Auffälligkeiten erlebt wurden, gemieden, schränkt dies die Lebensqualität zusätzlich ein. Orte, an denen keine Hilfe erwartet wird, werden ebenfalls sehr häufig gemieden. Betroffene einer Kardiophobie erfüllen meist nicht die Kriterien einer Panikstörung. Aus der Kardiophobie kann sich allerdings eine Panikstörung entwickeln.
Der Unterschied? Menschen mit Panikattacken erleben Todesängste nur während einer Panikattacke. Menschen mit Kardiophobie hingegen unabhängig von Panikattacken. Betroffene entwickeln sehr schnell eine Angst vor der Angst, eine Phobophobie. Die übertrieben ängstliche Selbstbeobachtung und die Ängste halten den Körper in einem ständigen Alarmzustand. Und das hat Folgen für Körper und Geist. Dies wiederum fördert körperliche Symptome, die als bedrohlich empfunden werden und zusätzliche Angst auslösen. Es kommt zu einem Kreislauf, der sich hochschaukelt. Bei Kardiophobie kommen in meiner Praxis Hypnotherapie und Hypnobalancing in Kombination mit individuell auszuwählenden Methoden zum Einsatz. Es gilt ganz genau hinzuschauen. Wo hilfreich? Da werden Selbsthypnose, Entspannungstechniken und Selbsthilfetechniken vermittelt. Denn so können dringend ersehnte, fühlbare Verbesserungen erzielt und die Einschränkungen aufgelöst werden. Einschränkende Konditionierungen lassen sich in Trance mittels Hypnotherapie und Hypnobalancing auflösen und vor allem neue förderliche Denkmuster fördern. Betroffene fokussieren sich mehr und mehr auf förderliche Aspekte als auf das Problem und einschränkendes Kopfkino. Schon diese veränderte Fokussierung verbessert die Situation oft sehr deutlich und sehr schnell. Die tiefe Trance bei Deep Hypnobalancing wirkt sich positiv auf die Selbstorganisationsfähigkeiten von Körper und Geist aus. Lernprozesse finden dadurch schneller und tiefer statt, prägen sich ein. Patienten berichten, dass sie sich insgesamt aufgeräumter, wohler und sicherer fühlen. Betroffene erleben die Kardiophobie auf eigene Weise. Trotzdem ist der Wunsch verständlich, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen. Das gilt umso mehr, wenn es um Wege zur Lösung geht. Viel wird angeboten, wer weiß so genau. Auf den Informationsveranstaltungen in Berlin oder online berichten ehemalige Patientinnen, die dazu eingeladen werden. Die Ankündigung veröffentliche ich auf der Startseite. Körperliche Ursachen werden durch ärztliche Untersuchungen geklärt. Sicher ist sicher. Es ist abzuklären, dass die Symptome nicht auf körperliche Ursachen zurückzuführen sind. Wobei Betroffene, die zu mir kommen, in der Regel schon zahlreiche Untersuchungen ohne Befund hinter sich haben. Bitte vor der Terminreservierung auch die Hinweise zu den Kontraindikationen für Hypnotherapie lesen. Mögen diese Einblicke dabei helfen, besser zu verstehen, was da vor sich geht, was hilft und gute Entscheidungen zu treffen. Carsten Noack, Reisebegleiter für Heldinnen und Helden. Gehen wir unsere Wege ein Stück gemeinsam. Passen wir gut auf uns und die Menschen auf, die uns am Herzen liegen.